Dieser Track ist gesponsert von niemandem. Ich danke niemandem für den tollen Support. Ja Mensch, der Fritz. Na, alles gut? Warst du wieder Rennen fahren? Hi. Hi Duncan, sag mal, schon mitgekriegt? Seven vs. Wild, Staffel 2. Schon gesehen? Ach echt? Habe ich jetzt bei den 270 Trailern und den zahllosen Reactions überhaupt nicht mitgekriegt, sag mal. Ach, verarsch mich nicht, du hast es doch gesehen. Wie fandest du es denn so? Was macht man, wenn ein Format so richtig viel Erfolg hat? Das Konzept stimmt, das Setting cool ist irgendwie besonders. Die Fanbase steht und alle warten auf die zweite Staffel. Man ändert alles, mit dem Ziel so richtig Reibach machen. Der Cast wird ausgetauscht und statt einer Survival-Gruppe nimmt man Leute mit, die Fame sind und die Reichweite pushen. Unnütze Versager, die sonst nur im Stream quatschen. Nervige Querulanten, die aggressiv machen. Dieser Joris beschwert sich nur mit seiner Scheißstimme. Meckert wie Kleinkinder. Junge, du machst das hier doch freiwillig. Und Quotenmulle nur. Nice Beine, nice Euter. Und statt aufzustehen und was zu reißen, einfach weiterholen, wa? Ist das euer Ernst? Die Einsamkeit nagt an den Knochen. Was stellt ihr euch so an? Verdammt, es ist nur eine Woche. Psychologe Dina Duncan, der den Irrtum richtig stellt. Wer nicht gut allein sein kann, hat meist Probleme mit sich selbst. Ah. Seven vs. Wild, die erste Staffel war noch geil. Jetzt gibt es Clickbait, Cover, Promo und der Werbetier geht steil. Überleben auf einem Müllberg wie paar Obdachlose. Ist da doch eher ermüdend wie eine Vollnarkose. Seven vs. Wild, zu viel Werbung, zu viel Hype. Das Format wird ausgeschlachtet, viel Spaß mit den Innereien. Überleben auf dem Müllberg wie paar Obdachlose. Ist dann doch eher ermüdend wie eine Vollnarkose. Sascha und Sabrina, beide ähnlich stark belastend. Der eine labert Stuss, die andere hat einen an der Klatsche. Die Angst von einem Krokodil geraped zu werden trifft auf Tatenlosigkeit und hysterisch Nerven. Knossi fand ich erst echt stressig, hab dann aber bald gemerkt, dass er bei den ganzen anderen Freaks zu den Normalen gehört. Otto einfach krass sympathisch, positiv und sehr entspannt. Hat das Gucken noch einen Mehrwert, weil man noch was lernen kann. Die erste Staffel war was Neues und fast alle waren sympathisch. Man nahm richtig etwas mit, doch dieses Mal einfach so gar nicht. Sponsor hier, Sponsor da, halt den Drink mal in die Cam. Holt euch dies, holt euch das, Alter, dass die sich nicht schämen. Danke trotzdem allen Leuten, die die Sendung gestalten. Auf eine anstrengende Weise irgendwie auch unterhalten. Vielleicht lernt ihr aus den Fehlern und macht Staffel 3 dann besser. Trotzdem ganzen Scheißgelässer, ich guck's wieder, auch wenn's Stress. Seven vs. Wild, die erste Staffel war noch geil. Jetzt gibt es Clickbait, Cover, Promo und der Werbe. Hier geht's steil. Überleben auf einem Müllberg wie paar Obdachlose. Ist dann doch eher ermüdend wie eine Vollnarkose. Seven vs. Wild, zu viel Werbung, zu viel Hype. Das Format wird ausgeschlachtet, viel Spaß mit den Innereien. Überleben auf einem Müllberg wie paar Obdachlose. Ist dann doch eher ermüdend wie eine Vollnarkose. Und bevor jetzt jemand rumheult von wegen, mach's doch erstmal besser. Leute, ich mach da schon krass Survival. Ich hab 16 Folgen dieser furchtbaren zweiten Staffel überlebt. Überleben ist alles. Überleben und die Survival-Nahrung von meinem Sponsor.